also wir sind jetzt Hanna und wir haben gerade Apfelsaft gegessen. Und das ist das Endergebnis. Das sieht man jetzt hier nicht so gut. Den einmal ein bisschen hochhalten. Ja. Nee, nicht da. Ordentlich ist also bestimmt. Guck mal deine Hand an. Nimm mal die Wo kommt der denn her eigentlich? Aus der Marienschule in Apfelsaft. Nur kurz halten. Ja. Genau, und die Äpfel, die kommen hier von der Streuobstwiese. Und eine andere Gruppe, die pflückt die auch die ganze Zeit. Ja. Und wir haben auch einen anderen Baum da eingepflanzt, auch die Apfelbaum. Und eine andere Gruppe backt auch noch Kuchen, den werden die dann auch vielleicht noch verspeisen. Und ihr seid eine ganz normale Klasse oder seid ihr einen Biokurs oder wie ist das? Klasse. Und wir sind hier heute mit unserem Biolehrer, also Herr Frank. Genau. So, und das macht er einmal im Jahr oder ist das... Also das ist jetzt das erste Mal. Also das haben schon andere Klassen vor uns schon mal getan, aber wir machen das jetzt zum ersten Mal. Nein. Wir sind jetzt auch in der 7. Klasse und... Ich glaube, das machen alle 7. Klassen. Hast du gefunden? So, und ihr habt angefangen heute Morgen um 8 oder um 9? Nee, wir sind hier erst seit 12 Uhr. Seit 12 Uhr. Jetzt haben wir eins, wir haben das Interview machen. Und wie lange macht er das noch? Bis 4. Bis 4? Ja. Und bis jetzt, nach den ersten 70 Minuten, macht es noch Spaß? Ja, aber es ist auch sehr anstrengend. Also hier, das sieht jetzt einfach aus, aber schon auch was anderes. Ja. Das heißt, zu Hause habt ihr keine Äpfel, die ihr pflücken müsst, sondern zu Hause wird bei Aldi der Saft gekauft. Nee, wir haben Apfelbaum im Garten, aber wir nicht. Aber wir pressen den Apfelsaft nicht selber. Gut, danke.